Januar 2017 folgt und es ist erstaunlich, was man mittlerweile, wenn man den Preisvergleich bemüht, so an Auslaufmodellen um die 300 Euro bekommt. Unter anderem das Moto X Style aus dem Jahr 2015, was ich schon seit ewiger Zeit in der Ecke liegen habe. Und wie gesagt, mittlerweile sind wir so bei gut 300 Euro, knapp 300 Euro angekommen. Für ein 5,57 Zoll Gerät, meine absolute Lieblingsgröße, ultra geniale Display-Oberflächenverhältnis. Ich habe hier meinen Moto X-Play übrigens aus Frankreich. Also checkt auch mal die diversen anderen Amazon-Märkte aus. Da hatten sie leider damals nur die schwarze Version im Angebot. Erstmal hier haben wir ein wunderschönes, sehr hoch, was ist das denn? Hochwertiges Netzteil dabei. Natürlich Quick-Charging. Das Einzige, was mich so richtig anpisst im Alltag hier bei dem Moto X-Style, ist die Tatsache, dass kein Wireless Charging dabei ist. Schade eigentlich, wo das Nexus 6, was ja aus der gleichen Familie kommt, das riesige 6-Zoll-Gerät, ihr erinnert euch, das hat das ja. Ansonsten liefert hier Motorola bzw. Lenovo gleich so ein hochwertiges Teil mit. Und ja, das ist es also, das Moto X Style. Erstmal von den Dimensionen, es ist unglaublich. Die dickste Stelle ist 11,1 mm, klingt viel fetter, als es dann im Endeffekt ist. Ich merke schon, das Teil ist alles andere als zu groß. Und die Rückseite hier, ich glaube, das ist so Nylon, die ist relativ okay. Ich hätte gedacht, dass die viel, viel flutschiger ist. Ansonsten haben wir auch das übliche Metallrahmen. Und das, was den meisten von euch da draußen eigentlich nur fehlen sollte, ist ein Fingerprint-Scanner. Ich kann da mittlerweile drauf scheißen. Man hat mehrfach am Tag irgendwelche fettigen Flutschfinger und dann funktionieren die ja auch, wie ihr alle merkt, funktionieren die meisten Fingerprint-Scanner nicht so toll. Rückseite, 21 Megapixel Kamera und ja, ansonsten hat das Teil eigentlich alles, was es braucht. Vor allen Dingen ein QHD-Display, was auf 5,7 Zoll aus meiner Sicht wirklich Pflicht ist. Zwar kein AMOLED, können wir aber auch getrost drauf scheißen. Dafür ist das Teil hier umso heller. 3000 mAh starker Akku, den haben viele Reviewer kritisiert. Ich werde mir das natürlich anschauen. 32 GB interner Speicher und in mir können wir hier per Micro SD-Card richtig noch schön 256 rein pfeffern. So, das war ein harter, rougher Cut. Eine Woche mit dem Moto X Style sind vergangen. Und ja, was soll ich sagen? Im Großen und Ganzen bin ich echt zufrieden. Das Display ist der absolute Hammer. Die 5,7 Zoll wird euch keiner glauben. Locker einhändig bedienbar für Leute, die etwas größere oder normal große Hände haben. Ihr seht, ich komme hier locker rüber. Und ja, die 5,7 Zoll, die wird euch, wie gesagt, keiner abnehmen, weil es unglaublich handlich ist. Es liegt auch hier an dieser gewölbten Rückseite. Das sagte ich ja schon beim Unboxing. Und es ist einfach ein mega Handschmeichler pur. Kurzum, einfach genial. Einfach genial ist auch das Display. Man braucht, es muss nicht, wie ich sagte, immer AMOLED sein. Die Farben sind sowas von saurealistisch natürlich. Das macht richtig Spaß. Die Helligkeit erschlägt euch übrigens. Also ich erwische mich immer, dass ich vielleicht so bei 60% Helligkeit rumdrive. Wie gesagt, 100%, die tun richtig in den Augen weh. Das Display ist natürlich, wo wir dann zum nächsten Punkt kommen, das ist das größte Desaster an diesem Smartphone, extrem energiehungrig und das merkt ihr auch. Mehr als 3 Stunden Display on Time habe ich beim besten Willen auch mit geregelter Helligkeit nicht erreicht. Das ist echt ein Desaster, also dann mein Galaxy S7 liefert ähnlich schlechte Ergebnisse ab, aber ansonsten gehört das schon definitiv zur Unterklasse. Sucht ihr ein Akkuwunder, dann greift doch bitte zum Moto Z Play. Da habe ich auch ein Video zugemacht. Also wie gesagt, Akku maximal 3 Stunden. Dafür ist aber die Standby-Zeit akzeptabel. Und was ich auch fairerweise sagen muss, ist, dass der mitgelieferte Quick Charger uns in 15 Minuten gut 34% wieder in das Gerät reinpumpt. Also ist es relativ schnell wieder voll. Nur mal einen kurzen Vergleich hier zu dem OnePlus 3 Display zu ziehen. 5,5 gegen 5,7 Zoll. Wer hat das bessere Display? Klar, das Moto X Style. Auch wenn OnePlus 3 hier auf AMOLED setzt, die Farben sind natürlich völlig übersaturiert, völlig unnatürlich. Da stehe ich persönlich auch drauf, muss es aber nicht immer sein. Der große Nachteil ist eigentlich, dass wir beim OnePlus 3 das geschulte
alte Adlerauge Pixel sehen, während das hier mit 520 ppi beim X-Style komplett mega gestochen scharf ist. Einfach ein geiles Display. Wie gesagt, Nachteil ist aber auch die große Energie, der große Energiehunger. Die Performance ist flott, bis sehr flott. Snapdragon 808, das ist ja ein vergangener Flaggschiff-Prozessor, der liefert unglaublich eine solide, flotte Performance ab. Hier sehe ich übrigens aber das OnePlus 3 vorne. Das OnePlus 3 ist aber auch in Sachen Performance so das Beste, was mir bisher begegnet ist. Schlägt jedes Samsung Galaxy und so weiter. Die Performance des X-Style ist aber auf jeden Fall, die ist im oberen Mittelfeld definitiv zu Hause. Betriebssystem, wir haben ja noch 6.0, den Marshmallow. Lenovo hat uns aber den Nougat angekündigt. Das verzögert sich jetzt schon. Der sollte eigentlich da sein. Ich bin gespannt, wann und ob der Rollout denn dann tatsächlich stattfindet. Das X-Style ist auf jeden Fall noch von der Hardware upgradefähig. Das Vermissen des Fingerprint-Scanners hat sich im Alltag dann als doch ziemlich nervig herausgestellt. Wir sind gezwungen, mit dem Power-Button zu entsperren. Dann öffnet sich ja noch das Muster oder die PIN-Code-Eingabe und das ein paar tausendmal am Tag gemacht, ist dann halt schon ziemlich nervig und dauert wesentlich länger als einmal den Daumen auf den Fingerprint-Scanner gelegt. Da komme ich mir echt schon so ein bisschen oldschool ein, also kalkuliert das ein. Alles andere als oldschool sind aber die Stereo-Frontlautsprecher. Erstmal genial, wie ich ja schon sagte, die verdeckt man im Alltag nicht. Dafür sind sie unfassbar laut und haben einen super satten, genialen Klang. Kurzum, das sind die besten. Ich habe noch keine besseren Lautsprecher in einem Smartphone bis dato erlebt. Einfach genial. Ja, kommen wir zur Kamera. 21 Megapixel auf der Rückseite. Die macht einen soliden Job bei guten Lichtverhältnissen, um das ganz, ganz kurz mal hier anzusprechen. Fotografiert in HDR, dann sind die Ergebnisse okay. Wir haben aber eins gelernt in den letzten Jahren, nämlich 21 Megapixel, das klingt fetter als es ist. Wichtiger ist die Pixelgröße und die Sensorgröße und vor allen Dingen auch eine kleine Blende zu haben, beziehungsweise eine lichtstarke Blende. Denn bei schlechten Lichtverhältnissen wird das X-Style in die Knie gezwungen. Ganz kurz, es ist keine gute Lowlight-Fotografie hier möglich. Für den Alltagsgebrauch bei guten Lichtverhältnissen ist das aber hier eine absolut akzeptable Kamera. Dann, wirklich noch hilfreich im Alltag, ist eine von diesen Gesten hier, die ist ja auch nicht neu, aber zweimal aus dem Handgelenk geschüttelt, öffnet sich dann auch die Kamera. Das, was ihr gerade gesehen habt, war übrigens das Hacken seitlich. Das benutze ich persönlich noch öfter. Dann öffnet sich nämlich, dann aktiviert ihr die Taschenlampe auf der Rückseite. Das bringt euch tatsächlich Licht ins Dunkel. Mich würde eh generell mal interessieren, benutzt ihr die Taschenlampe in eurem Smartphone? Ich muss sagen, seit gut 2 Jahren ist das für mich wirklich ein absolutes Muss-Feature geworden. Super hilfreich. Und ja, ansonsten, Folks, um einen harten Cut zu machen, wir sind durch. Für 300 Euro kriegt ihr aktuell nichts Besseres. Ihr wisst, ich stehe alles andere als auf Huawei und Honor-Geräte. Für mich ist das einfach hier eine saubere, ehrliche, cleane Sache. Ich empfehle euch den Kauf dringend.